Hallo und herzlich willkommen zurück in Axramas. Wir sind mit den normalen und mit der Herausforderung durch und kommen jetzt in den heroischen Bereich. Und der stellt uns vor ein paar sehr interessante Aufgaben, denn die Bosse haben es jetzt langsam doch ein bisschen in sich. Ich habe ein paar Mal ausprobieren müssen, welches Deck jetzt am besten passen würde. Und gerade der erste hier, ich habe ihn zuerst mit einem Priester probiert. Flicklack ist aus Abenteurern zusammengenäht, die nicht einmal leeren Sucher Cho besiegen konnten. Ja, genau. Und unter anderem unser Priesterdeck, das hat es jetzt nicht so genau geschafft. Aber nachdem ich es jetzt gerade mit einem Ice Mage probiert habe, den ich mir speziell zusammengestellt habe, das Deck seht ihr oben, geht es eigentlich ganz gut. Und ja, wir schauen einfach mal rein und machen ein Spiel jetzt hier mit dem Ice Mage. Gut, schauen wir rein. Jaina gegen Felix. Ja, wissen wir. Er hat sehr, sehr blöde Eigenschaften, denn er schlägt mit seiner Waffe jetzt zweimal zu, kann also 8 Schaden machen. Und somit, selbst wenn wir einen Tank draufstellen, können wir ihn nicht mehr abhalten. Unsere Starthand sieht sehr gut aus. Das Tiefenlicht-Orakel nehme ich deswegen, weil wenn er Karten ziehen muss, bekommt er Schaden. Ist natürlich praktisch. Unsere Haupttaktik heißt, wir nehmen ihn jedes Mal aus dem Spiel raus. Wir probieren ihn die ganze Zeit einfach einzufroschen, damit er seine 8 Schaden nicht machen kann. Denn wenn er das 4-mal auf uns macht, sind wir tot. Deswegen erste Runde einfach eine Lanze auf ihn drauf. Er ist gefrostet, kann nichts machen. Schade. Gut, Runde 2. Wir können entweder nochmal die Eislanze spielen, aber ich denke, die brauchen wir nachher halt eben, um unser Wasserelementar ein bisschen zum Schützen. Deswegen nehme ich die andere. So, nächste Runde 3. Ich spare mir den lieber und nehme stattdessen... Ja, wir können ihm jetzt ein bisschen Schaden reinhauen und ich glaube, damit würde er 3 Schaden bekommen. Genau, das ziehen wir ihm einfach mal rein. Wir bekommen 2 schöne Karten, sehr schön. Spiegelbild ist natürlich perfekter Tank, weil er muss mit beiden drauf und noch seine Hero-Fähigkeit vielleicht drauf benutzen. Also ist perfekt, können wir nutzen. Ist besser, als wenn wir uns einen Goldheini aufstellen. Er benutzt seine Heldenfähigkeit, zerstört unseren Gegner und geht uns mit 8 ins Gesicht. Gut, wir haben noch 2 Leben sozusagen damit. Und noch 2 Versuche, dass er auf uns drauf geht. Und jetzt können wir unsere gemeine Combo spielen. Wir spielen einmal ihn. Unseren Froschteine, der muss überleben. Und spielen unsere beiden Tanks. Und sind damit schön abgesichert. So. Er wird wahrscheinlich eher in unser Gesicht gehen, ich hoffe das Beste. Er zerstört einen Tank, geht auf den zweiten und geht uns nochmal ins Gesicht. Perfekt. Okay, jetzt haben wir eigentlich so gut wie gewonnen. Er kann nichts mehr Großartiges machen. Wir müssen ihm nur genügend Futter hinlegen, dass er seine Heldenfähigkeit jetzt halt eben immer drauf zieht. Das heißt, wir gehen mit dem Wasserelementar drauf. Er bekommt die 3 Schaden, ist gefrostet, kann nichts machen. Schade. Und spielen gleichzeitig einen Tank. Und können ihn auch noch Karten ziehen lassen. Das heißt, er bekommt nochmal zusätzliche 7 Schaden einfach reingehauen. Was, ja, recht unschön ist für ihn wahrscheinlich. Und könnten noch einen zweiten Tank spielen. Aber den lassen wir mal noch draus. Er macht seine Heldenfähigkeit, nimmt unseren Tank weg. Kann aber selber nichts machen. Gut, gleiches Spiel nochmal. Wir spielen wieder einen Tank, das er für seine Heldenfähigkeit benutzt. Wir benutzen noch hier, ja, wir können noch einen zweiten Tank draufstellen. Und haben, ja, Strahler bringt nichts, wir haben eh gerade kein Geheimnis. Somit können wir den Feuerball direkt nutzen, um ihm 6 ins Gesicht reinzugeben. So, einmal und nochmal. Und die ganze Sache ist erledigt. Zack, da war's. Passt sehr schön. Gut, nächste Runde. Der Wurmling passt, weil wir haben ja hier noch eh genügend Zauber. Deren Feuerball geben wir ihm ins Gesicht. Zack, damit wird er auf 2 hochgebufft. Und der Rest geht wieder direkt bei ihm ins Gesicht.
Und natürlich das Wichtigste, unser Wasserelementar muss ihn wieder ein bisschen einfroschen. Damit hat er nur noch 6 Leben. Ach, plus natürlich unsere Heldenfähigkeit, hat er nur noch 5 Leben. Und wenn jetzt nichts Blödes passiert, dann haben wir die nächste Runde gewonnen. Klappt, perfekt. Wir haben ihn geschafft. Das heißt, wir können noch schauen, spielen wir noch irgendwas. Ja, ist alles Verschwendung. Deswegen einmal hier ihn drauf, einmal hier. Und unser Wasserelementar gibt ihm den Rest. Also wir setzen den... Mein Abgesandter des Krieges. Ich hätte ihn wohl doch aus besseren Abenteuern zusammennähen sollen. Ja, hättest du machen sollen. Aber jetzt ist es schon zu spät, denn wir haben den ersten heroischen Boss geschafft. Flickwerk, Patchwork ist erledigt. Und ja, wir können uns jetzt auf die anderen 3 noch konzentrieren. In der nächsten Runde sägt ihr dann den guten Krobolus. Und ja, Glut wartet dann auch noch auf uns. Es werden ein paar sehr interessante Kämpfe. Ich danke euch vielmals fürs Zuschauen und wir sehen uns dann gleich beim nächsten heroischen Gegner. Bis dann. Ich hoffe, es hilft euch was. Wenn ja, dann gebt ein Like und abonniert den Channel. Bis dann. Hearthstone, Heroes of Warcraft. Fluch von Naxxramas, ein Hearthstone-Abenteuer.